Das haben Sie dann auf eine ganz andere Weise ja weitergeführt, indem Sie in den 80er Jahren sich in Rüstungsfragen eingemischt haben. Also dieses amerikanische Star Wars Programm als das entlarvt haben, was es war, nämlich ein Phantom. Das hat Sie ja dann auch in den 80er Jahren schon in Zusammenhang mit Gorbatschow, mit der sowjetischen Seite gebracht. Und da haben Sie ja sehr intensiv an der Abrüstung mitgeholfen, die dann ja auch allmählich in Gang kam. Und das hatte selbstverständlich damit zu tun, als ich bei Teller anfing, wusste ich gar nicht, dass er Bombenbauer ist, sondern ich wusste nur, dass ein Schüler Heisenberg war, in Leipzig 1930 seinen Doktor gemacht hat. Und ich dachte, ich will ja auch immer zu Heisenberg kommen. Jetzt bin ich nicht zu Heisenberg gekommen, aber zu dem Schüler, jetzt gehe ich zu ihm. Und dann 4 Monate darauf erfahren musste, als die Bikini-Bombe explodierte, die da uns gefeiert haben, warum feiert ihr? Ja, habt ihr nicht gesehen, wir haben einen Jungen bekommen und ich hörte, es war mit meinen anderen Mitstudenten, war ich ja in eine Gruppe reingegangen. Ich war so entsetzt darüber, genau dort gelandet zu sein, wo ich nicht wollte. Und dann habe ich festgestellt, also auch Teller, ich meine, ich kam gut mit Teller aus, aber er ist eigentlich ein unmöglicher Mensch gewesen, als ich mit ihm gesprochen habe und er sagte, Dr. Teller, warum bauen Sie überhaupt noch Bomben? Noch schlimmere Bomben. Ja, das war doch 54, warum ist das weiter? Da sagt er, Hans-Peter sagte, wir sind einmalig in einer Situation, um Weltfrieden zu schaffen, wenn der Beste gleichzeitig der Militärstärkste ist und doppelt so stark ist in Zukunft wie der Rest der Welt, dann haben wir erreicht, dass wir Frieden auf Erden haben. Ich bin wahnsinnig geworden. Ich sagte, Augenblick mal, ich komme jetzt aus Deutschland und ich höre sowas an. Wissen Sie, das kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Er sagte, bitte nicht mich vergleichen mit Hitler und so. Ich sagte, wenn der Beste der Stärkste ist, dann sage ich, das ist genau der Ausdruck. Ich habe noch nie den Stärksten gefunden, der sich nicht gleichzeitig jetzt den Besten nennt. Jetzt bin ich auch der Beste, weil ich dein Schüler bin, ja? Nicht? Ja, ja. Und ich habe Leute schätzen gelernt, die gescheit sind, die man nicht überzeugen kann, dass man von dieser Vorstellung abrückt. Macht ist die Hauptsache. Ja. Und die anderen sind eigentlich Blödlinge, mehr oder weniger, obwohl sie dauernd von Demokratie reden. Aber das ist nur, damit man, okay. Also ich habe mit Teller gut zusammenarbeiten können, aber Teller war eigentlich jemand, es waren nur ganz wenige, die sich mit ihm unterhalten konnten. Aber ich konnte es gut, weil ich sehr bildhafte Vorstellungen hatte. Die Schwierigkeit bei Teller war, dass man nur seine eigenen Bilder verwenden kann. Wenn ich meine Bilder gebracht habe, dann hat er einfach zugemacht. Also ich habe gelernt, wie man die Bilder des anderen kennenlernt. Und deshalb, das hat mir viel geholfen. Ich konnte mich in andere Bilder reindenken. Mhm. Als ich dann zu Heisenberg kam, habe ich festgestellt, da habe ich einen Partner gehabt, der auch meine Bilder verstanden hat. Und das ist das Optimalste, was man haben kann. Nur noch mal wieder ganz ins Konkrete. Wir waren bei der Rüstung. Diese Frage ist ja wenigstens ein Stück entschärft worden, auch wenn sie ja noch wieder hochproblematisch wird, wie wir wissen. Auf der anderen Seite das Thema Atomenergie zum Beispiel. Da machen Sie auch den markigen, drastischen Satz, muss verboten werden, können wir nicht beherrschen. Ja, richtig. Weil die Vorstellung, ich verstehe, warum diejenigen, die Atombomben entwickelt haben, dass die unbedingt wollen, dass wir Kernreaktoren bauen, weil sie sagen, es liegt nicht an unserer Wissenschaft, dass das schlecht ist, sondern sie ist falsch benutzt worden. Jetzt wollen wir zeigen, dass mit derselben Wissenschaft wir das Energieproblem der Menschheit lösen. Aber sie sagen nicht, dass die Trennung zwischen ziviler Nutzung und militärischer Nutzung, dass die ganz eng ist. Jeder, der heute einen Reaktor betreibt, ja, sagen wir mit 1 Gigawatt Leistung, der hat 250 Kilogramm Plutonium im Abfall drin. Und ich brauche für eine Nagasaki-Bombe brauche ich nur 86 Kilogramm. Ja, wie will ich das denn kontrollieren? Alle sagen, ich mache nur das, aber wir haben tonnenweise Plutonium herumliegen. Und wenn man dann nur ein 86 Kilogramm irgendwo abzweigt, dann kann man die Welt also verunsichern. Wir können das einfach als Menschen. Wenn wir uns streiten, dann werden wir so kleinlich, als ob wir nur einen Stock haben und hauen das dem anderen über den Kopf. Gut, er hat dann einen zerschlagenen Kopf, aber die Welt geht dabei nicht unter. Aber wenn ich jetzt Millionen oder Milliarden mal größeren Stecken habe, ich meine, sagt,
legt das Ding aus der Hand. Und ich war immer dagegen, auch als es hier Atoms for Peace, ja, wir können das machen. Ich sag, führ das nicht ein. Für mich ist, wir bringen die Atomenergie, die bringt uns in die Lage eines Alkoholikers, der glaubt, wenn in eine Schnapsfabrik einheiratet, dass er sein Problem lösen kann. Mhm. Ja, wir müssen Lebensstile entwickeln, indem wir in dem Rahmen bleiben, in dem wir eingebettet sind in die größere Natur. Die sehen den Menschen immer nur, die übrige Natur ist ihnen eigentlich egal. Aber nicht nur das, nicht nur die anderen Menschen, nicht die andere Natur ist ihnen egal. Es sind die anderen Menschen egal, wenn sie andere Religion haben. Es sind auch die Frauen egal, wenn sie nicht Männer sind. Ja, wir wissen ja, alle sagen, Menschen sind gleich, Menschenrechte, denkste. Das ist überhaupt nicht so. Ja?